Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von ich muss, glaube ich, erstmal das Spiel laden, bevor ich hier anfange anzumoderieren. Das mache ich einfach mal. Eine weitere Episode von Stadtfilmabend. Was ist da los? Okay, ja, los geht's. Das Problem, was wir haben, ist immer noch diese. Wo sind? Ach, die greifen an, ne? Shit, 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 shit. Okay. So. Wo? Ach, hier draußen schießen die jetzt. Die schießen auf Ozan. Ah, scheiße, Ozan ist tot. Normales Brummen. Eine weit entfernte Maschine des Hasses rührt sich. Sie projiziert über einen Orbitalverstärker ein psychisches Brummen an diesen Ort auf einer Frequenz. Die Stimmung wird sich verschlechtern. Ja, super toll. Die Tiere sollen mal nach innen, damit die nicht kaputt gehen. Und die, oh, wenn die wirklich hier jetzt durchkommen, das wäre natürlich prima. Sieht ganz so aus, als wollten die. Ich würde dich gerne retten, Arethusa. Oh. Kann nur, ohne dass es einer sieht, während. Oh, scheiße, da kommen ja doch welche. Nein! Okay. Shit. Verdammte Axt. Jetzt haben sie Jefin erschossen. Sie haben seine Leber zerstört. Shit, shit, shit. Okay. Gut, das geht natürlich nicht. Müssen wir wieder neu laden. Tut mir leid, dass ich hier so Save scammen muss. Aber so ist das nun mal auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Da hat man so ein bisschen die Probleme dann, ne? Übrigens, ja, heutige Morgen wird euch präsentiert von der volle Kanne Alpaka-Tasse. Okay, also die laufen immer noch da draußen rum. Okay, dann wollen wir mal gucken. Die laufen jetzt hier hin. Das heißt, Nunu könnte hier raus und dann den Typen retten. Dann Markus wartet hier auf die beiden Leute und ich und Jefim so, stellen sich hier hin. Und die anderen, so da wären Kerstin, Nussi, Bench, Carsten und Mu, stellen, warte mal, nochmal, Kerstin, Nussi, Bench, Carsten und Mu verteilen sich hierhin, wenn die anderen kommen. Ach ja, und die Tiere bitte alle nach innen. Motherfucker. Sehr gut, da ist Nuno. Rettet den Typen. Und die kommen jetzt hier rein. Wo ist Markus?
Nein! Bitte was? Ah! Okay. Was machen die da? Ach, die sind immer noch. Oh Gott, nee. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe hier. Cool. Okay. Dann retten wir erstmal Heiko. Scheiße. Nunu rettet den hier. Markus, wie lange lebst du noch? Das sieht jetzt gar nicht so. Linke Lunge zerstört, aber ansonsten sieht nicht so schlimm. Oh, wir haben keine, nicht genug Krankenbetten. Was ist hier los? Die haben alles kaputt gebombt, die Arschlöcher. Fick, 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 fick. Sehr gut. Geht doch. So, kann bitte einer Markus retten? Ah, scheiße. Alle Betten kaputt. Weißt du was? Machen wir hier halt Krankenbetten draus. Fertig. Sind zwar nur jetzt Liegeplätze, aber besser als nix. Ja, super. Super, super. Warum wollen die? Ich denke, die wollen abhauen. Warum machen die mir die Türen kaputt, wenn die abhauen wollen, die Arschlöcher? Machen alles kaputt. Ist hier noch wer am Leben? Zum Gefangen nehmen? Sieht nicht so aus. Nee. Okay. Was machst du? Warum macht ihr meinen Truthahn kaputt, ihr Arschlöcher? Ah. Okay. Tiere machen wir wieder auf Tiere. Okay, linke Lunge zerstört. Magen zerstört, das ist nicht gut. Oh je. Wie geht's mir? Ah, nur ein bisschen angeschossen. Tod in 9 Stunden, aber Bench verarzt mich. Okay. Sowas. Vielleicht sollten wir doch den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterstellen. Meine Fresse. Okay. So, aus Granit. Hier
soll eine Tür hin, ne? Hier ist eine Tür. Okay. Ach, das Tür aus Granit doch nicht. Warte mal. Wand aus Granit. So. Machen wir gleich. Vergrößern wir das ein bisschen. Und die Türen machen wir natürlich aus Holz. Können wir hier ebenso gut eine Tür reinmachen, wenn da eh schon ein Loch ist in der Wand. So, und hier oben eine Tür. Was brennt hier eigentlich? Irgendwas brennt hier noch. Fuck. Ach je. Naja, mit einer Lunge kann man leben. Markus und Jefim haben jetzt zusammen und Wundinfektion. Ja. Meine Fresse, nicht gut, nicht gut. Haben wir gar keine Medikamente? Ist hier schon fast fertig? Bereit zum Ernten? Die sind bereit zum Ernten, okay. Dann müssen wir die ernten. Wo ist eigentlich Nussi? Ah, Nussi schläft. Nee, Nussi betreut Carsten. Okay. Eieiei. So, baut mal erstmal alles wieder auf, bevor irgendwas anderes passiert hier. Nur noch schläft im Kühlkammer. Was soll das denn? Ist die einzige, die unverletzt ist. Aber gut, sie ist ja auch nicht wirklich am Kampf beteiligt gewesen. Eieiei. Schicke Frisur aber von Angie. Oh ja. Bevor hier irgendwas anderes passiert. Erzählereinstellung. Ums Überleben kämpfen reicht, glaube ich, erstmal. Weil erstmal müssen wir das alles wieder aufbauen. Okay. Hoffentlich kann er das bei sich behalten ohne Magen. Ich meine, man könnte seine Lungen vielleicht ernten, wenn er eh kaputt ist, der Gast hier. Aber die haben beide Asthma. Tuffy hat ein Junges zur Welt gebracht. Mazel Tov. Der denkt sich, die sahen jetzt alle sehr beschäftigt aus und haben auch gar nicht mit mir geredet, wie die das sonst immer machen. Komisch. Ach, da oben brennt es noch. Okay. Hier ist auch noch. Uiuiui. Haben die hier ihren Kram noch liegen? Ja, die haben hier ihren Kram noch liegen. Sehr gut. Das wird alles abgebaut. Okay. Der muss weggeräumt werden, und zwar dringend. Guck dir das an.
Oh nein, nicht die Heilwurzeln. Verdammte Axt. Ah, die brauchen wir gerade. Okay. Feldarbeit. So. So, ihr sollt erstmal die alle abernten, bevor die kaputt gehen, genau. Das ist jetzt am wichtigsten. Fressattacke, Nussi. Nussi frisst sich durch unsere Vorräte. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war zurückgewiesen von Mu. Nussi hat wirklich kein Glück. Achso, das ist frisst sich durch die Vorräte. Er isst die rohen Maiskolben. Okay. Das ist erstmal ein bisschen Medizin. Können wir das einstellen auf Anbauen? Ah! Ah, je. Ach so, das ist nicht in der Basis. Ist also nicht so schlimm. Gibt auf, Jefim! Jefim hat diese Gemeinschaft aufgegeben. Er hat sich entschlossen zu gehen und sein Glück woanders zu suchen. Du kannst versuchen, ihn einzusperren, während er geht. Ansonsten siehst du ihn vielleicht irgendwann einmal wieder. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war abscheuliche Umgebung. Ja, Entschuldigung, wir wurden gerade angegriffen. Hm. Okay, soll ich versuchen, ihn gefangen zu nehmen? Ach so, da muss ich okay. Oh wow, ich hab's geschafft. Okay. Jefim hat sich wieder beruhigt, okay. Das reicht, ich muss ihm nur ein paar in die Fresse hauen und schon will er wieder bleiben. Okay. Interessant. So. Okay. Das ist auch ein super Ort zum Schlafen. Haben wir nicht auch was war das jetzt hier? Minus 20 Grad, das ist aber. Es ist überall minus 20 Grad hier. Das ist nicht gut. Ach so, weil... erzwungene Ladung. Wir haben momentan keine Kapazitäten für Questen. Entschuldigung. So, ist hier sonst noch irgendwo eine Wand, die fehlt? Nee, okay. Gut, dann dann stelle ich mich mal auf Bauen. Dann hoffen wir, dass die Wände alle gebaut werden hier.
Angst und Wut, männliches Geschlecht. Okay, also jetzt beide Geschlechter haben super schlechte Laune. Am Blutverlust gestorben, okay. Was ist eigentlich hier? Warum werden die nicht abgeerntet? Können wir das mal hier... Moose besessen von Leichen, weil sie bei Jefim schlafen möchte. Okay. Markus gibt auf, hat die Gemeinschaft auf stärkere Schmerzen. Wegen stärkeren Schmerzen gibt Markus die Gemeinschaft auf. Okay. Nee, warte mal, Jefim und Heiko. Prozent Chance. Versuche Markus einzusperren. Warte mal. Okay. Okay, jetzt ist Markus eingesperrt. Gefängnis rekrutieren. Okay. Okay, was macht die Leiche hier drin? Meine Fresse. Warum können wir nicht langsam mal hier... blöde Mauer fertig bauen. Damit es wieder warm wird drin. So, damit das alles mal ein bisschen schneller fertig wird hier. Sowas. Psychische Brummen hat aufgehört, sehr gut. So, was bleibt uns denn hier an Tieren? Wir haben noch... wir haben noch einen Truthahn, der allerdings nicht so besonders gut gesundheitlich in Schuss ist scheinbar. Schnabel abgefroren, Schwanz abgefroren, linker Fuß, rechter Fuß abgefroren. Das ist also ein stationärer Truthahn. So. Warum wird es nicht wärmer hier drin jetzt? Warum wird es hier nicht wärmer? Weil hier immer noch... Siehst du, jetzt wird es wärmer. Jetzt können wir das auch wieder anstellen. So.
Oh, Gott sei Dank. So, hergestellt Medizin. Kräutermedizin soll hier mal rein, damit die nicht vergammelt. So. Warte mal, die bleiben auf 1, weil die mögen die Arbeit. So. Oh je, oh je. Wer war unser Forscher? Carsten. So. Okay. Ah, siehst du, Markus geht's wieder gut. Hat aber wahrscheinlich, möchte bei Nuno schlafen, gestörter Schlaf, unansehnliche Umgebung. So, sehr gut. Truthahn 3 ist immer noch immobil. Das heißt, wir brauchen mehr Truthähne. Hier laufen aber leider keine rum. Das ist ätzend. Warum ist hier immer noch minus 3? Okay. Okay. Das wird nicht wärmer, das heißt, wir müssen noch mehr davon bauen. Von den Heizkörpern hier. Okay, ja. Bis auf davon, dass Markus mit Ratte im Gefängnis sitzt, haben wir jetzt diesen Überfall relativ gut überstanden. Also mittlerweile sind wir wieder. Eieiei. Sehen wir wieder da, wo alle ein Bett haben. Kann ich nicht. Könnte ich hier nicht so ein Schaft rumrauen, damit die Abwärme von dem Kühlaggregat
hier reingeleitet wird in den Raum mit dem geothermalen Dingsbums. Und so dann quasi noch die Basis zusätzlich heizt im Winter. Das ist nicht eine Möglichkeit. Okay. So, wie sieht's jetzt aus? Immer noch minus 2 Grad. So. Wutanfall Heiko. Heiko hat einen Wutanfall. Er wird auf wahllos auf Möbel, Gegenstände und Strukturen einschlagen. Diese Gefahr aufgrund von schlechter Laune. Abscheuliche Umgebung. Ja, jetzt grundlos auf die Möbel einzuschlagen, hilft auch nicht gegen abscheuliche Umgebung. Aber wie sich das ausspielt, das schauen wir uns am besten beim nächsten Mal an. Wenn euch dieses Video gefallen hat mit all dem Mord und Totschlag, dann liked es doch und subscribe diesem Kanal und drückt auf die blöde, scheiß, verdammte Glocke. Und ist eure Basis auch schon einmal angegriffen worden? Dann schreibt das in die Kommentare. Okay, auf Wiedersehen.